Sei verstanden. Majestät! Wie geht's nun weiter? Majestät wollten sich um die letzten Details der Weihnachtsfeier persönlich kümmern. Ja, genau. Ist er da? Sehr wohl, Majestät. Na, ist dann. Der Bestsellerautor Wolf Haas. Der eine Pinguin wird vom anderen Pinguin demnächst umgebracht werden. Aufpassen. Husch. Haas, freut uns, dass er da ist. Hm? Uns auch. Wer uns? Ich spreche nicht aus dem Majestätsplural, sondern aus dem Bescheidenheitsplural. Pluralis modestiae. Ja? Ja. Kennen wir nicht? Haben wir heute schon gegoogelt. Das gibt's wirklich. Wirklich? Ja. Das geht von der Ansicht aus, dass wir ja gar nicht dürfen vor Eurer Majestät ich sagen. Ja. Noch unterwürfiger geht ja fast nicht mehr. Lass uns ihm den Sessel wegnehmen. Vielleicht haut er sich in den Staub ab. Wir fühlen uns geschmeichelt. Das ist gelungen. Ja. Hm? Woher kommt er eigentlich? Aus welchem er Bundesland? Kommt aus den Bergen des Landes Salzburg Richtung Tirol, wo man mit Skiern an den Füßen geboren wird. Wahrscheinlich Kaiserschnitt, ist schwierig auszudrücken. Ja. Mit Vierengleiter hoffentlich für die Mütter. Ja. Fährt er auch Ski? Er fuhr Ski, allerdings nur bis zum 9. Lebensjahr, weil da ist das Schienbein schon zum 4. Mal in die Brüche gegangen. Hoppala. Ja. Wir waren immer zu schnell unterwegs. Schau. Ja. Wer? Das macht uns jetzt so viel Spaß, ne? Also, er war ja nicht immer Schriftsteller. Nicht? Erzähl uns ein bisschen von der Zeit davor. Ja, davor war ich Werbemensch. Ja. Jetzt habe ich gesagt, soll ich dabei bleiben, oder? Wahrscheinlich ist die deutsche Sprache zu primitiv, um auszudrücken, wie wurscht uns das ist. Vielleicht findet er eine Formulierung. Also Werbetexter, was hat er da getextet? Naja, alles Mögliche. Aber das ist zum Glück großteils vergessen. Und das, was geblieben ist, soll auch unerwähnt bleiben. Schau. Wir haben auch einmal Werbe getextet fürs Parlament. Abmarschieren statt regieren, aber. Die sitzen alle dabei dort. Hände falten, Goschen halten, haben wir auch einmal. Ja, leider hat sich alles nicht bewahrheitet. Wie viele Bücher hat er denn geschrieben? Ah, da muss ich direkt nachdenken. 9. 9? Ja, 7 Brenner-Romane und 2 andere. Der Brenner, da geht es um einen Ex-Polizisten, gell, der ein bisschen sonderbar ist. Hat er da an den Horngacher gedacht oder an den Strasser? Nein, das kann ja nicht sein. Der hat ein Komische beim Schreiben ist oft, dass man was erfindet, wo man glaubt, dass man maßlos übertreibt und dann passieren in der Realität Dinge, die genauso sind, wie man es vorher in der maßlosen Übertreibung sich ausgedacht hat. So ähnlich war das mit dem Horn. Karl Kraus hat das schon gesagt. Ne? Die schlimmsten Erfindungen sind nur Zitat. Ja, ne? Der hat bei mir abgeschrieben. Karl Kraus hat bei ihm ab. Vorausplagiiert. Vorausplagiiert. Ne? Und wie viel Stück hat er denn da verkauft? Circa. Ach, soll ich es ehrlich sagen, ist immer ein bisschen. Na, kokett natürlich. Primitiv, oder? So wieso? Zahlen, ne? Na, über 1 Million jedenfalls. Das klingt doch ganz gut, oder? Aber wenn man bedenkt, dass ihr ja 7 oder 8 Millionen Untertanen habt, dann bedeutet das, dass immer noch 6 bis 7 Millionen kein Buch von mir gekauft haben. Ja, dann müssen wir, bevor wir das empfehlen können, müssen wir das einmal vorgelesen bekommen, sei verstanden. Zu Befehl, Majestät, Vormärz.
lesen Sie uns ein bisschen was vor draus, dann können wir vielleicht ein kaiserliches Edikt erlassen, wo wir dann sagen, so die restlichen 7 Millionen müssen das auch noch kaufen. Ne? Oder 7 Danke. Mal 7, weil es sind ja schon Dings. Ne? Das sind also? Also ich würde mir wünschen, dass ich bei meinen Lesungen das Buch immer so kredenzt bekomme wie jetzt. Das ist wirklich... Na, was wir jetzt gerade verstanden würdevoll. Haben, dann ja. leisten kann er sich das eh. Diese Brennerbücher, die fangen ja alle gleich an, oder? Ja. Ja, mit welchem Satz ist das? Jetzt ist schon wieder was passiert. Na, warum fängt der nicht so an? Ja, also damit er gefragt wird, warum der jetzt nicht so anfängt. Ja, weil die Serie beendet war. Ich habe vor 6 Jahren den letzten Brenner-Roman geschrieben und jetzt doch wieder einen. Und das musste ich irgendwie begründen, warum dieser Erzähler, der schon gestorben ist, wieder lebt. Und deshalb fängt dieser Roman mit dem Satz an, meine Großmutter hat immer zu mir gesagt, wenn du einmal stirbst, muss man das Maul extra erschlagen. Können wir bestätigen. Also, eigentlich wollte man haben, dass er für unsere Weihnachtsfeier die Weihnachtsgeschichte umschreibt, Seifenstein, aber das kann er dann zu Hause machen. Ja? Ja. Faxen Sie uns das? Sehr gerne. Ja. Gibt es Fax überhaupt noch? Bei uns, ja. Ja. Das ist Seifenstein sein E-Mail. Der Fernkopierer ist sehr praktisch, Majestät. Theoretiker, das ist... Also er muss halt die Weihnachtsgeschichte umschreiben. Hm? Lukas-Evangelium, ja, gut. Kapitel 2, Vers 1. Das ist leicht für mich. Nach 8 Jahren katholischem Internat bin ich da der richtige Mann dafür. Richtig, richtig. Aber es begab sich also zu jener Zeit, wird ersetzt durch, es ist schon wieder was passiert. Hm? Machen wir das. Es hat uns sehr gefreut, dass er da war, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein, gell? Das wird mir schwer für ihn, ja. Wirklich? Naja, der ist sehr gern bei uns, Seifenstein. Muss ich jetzt wirklich gehen? Na, nehmen Sie den Sessel da hinten und setzen Sie sich da her. Den Sessel von da drüben, da her. Er will da bleiben. So freundlich war selten einer zu uns während einer Audienz. Den lassen wir da. Reden wir über die anderen Bücher auch noch. Ne? Ja, Wetter vor 15 Jahren. Na? Danke. Wollen Sie auch einmal unterhalten werden? Musikalisch zum Beispiel? Sehr gerne. Haben wir da was verstanden? Ja, sehr wohl, Majestät. Zitiert zur Zerstreuung seiner Majestät, der Sänger Bela B. Meine Majestät. Peoples. Ich sitz an der Kasse, kassier für Benzin, bin gelangweilt von mir und das sehr. Beim Glück durften sich nur die anderen bedienen, mein Leben ist trostlos und leer. Ich bin der König auf dem Loser-Thron. Das Pech hat ein Haus gebaut und ich darf da mietfrei wohnen. Da trittst du herein und das Herz wird mir schwer. Du steuerst direkt auf mich zu. Nie hab ich ein schöneres Mädchen gesehen. Und während ich mein Glück
kaum fasse, greifst du in die Tageskasse und sagst: Hey, I'm not in the mood, give me all your money and I won't shoot. You will survive if you stay that cute and live forever. Some money I needed bad, so desperately I bought a gun. Luck always was something I never had, and the robbery sung.